So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Goodbye Deponia. Hier wieder eine neue Aufnahme am Diesel. Letzte Folge kam ein bisschen... Entschuldigung, muss ich mich ja mal so ein bisschen richtig positionieren. So, jetzt geht's wieder. Letzten Tage kam ein bisschen wenig, muss ich ja ehrlich zugeben. Liegt aber daran, dass ich noch mal ein bisschen im Urlaub war und leider wenig Zeit hatte zum Aufnehmen. Lieber nicht, nur ungern. Roso ist einfach unaus... bisschen wenig Zeit gehabt und so weiter und so fort. Ich bin mir unsicher, was wir als nächstes machen sollen. Was erkennen Sie auf diesem Bild? Einen Patienten, der versucht, den Spieß umzudrehen? Falsch. Jetzt sind Sie der Verrückte. Ich glaube, Sie haben den Sinn dieses Tests nicht ganz verstanden. Verrückt, 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 verrückt. Verrückt. Ach, herrje. Okay. Ich bräuchte noch eine Therapiesitzung. Schon wieder? Na gut. Bringen wir es hinter uns. Okay. Wollen wir noch einmal dieses Kartenspiel spielen? Sie wollen den Rorschach-Test wiederholen? Na gut. Warum nicht? Diesmal gewinne ich. Das habe ich im Urin. Also... Was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Elysium startet in Richtung Utopia. Tja, das hatten wir ja schon. Kommen wir also zum nächsten Bild. Was erkennen Sie hier drauf? Das haben wir. Ja. Das ist ja furchtbar. Warum zeigen Sie mir das? Interessant. Können Sie mir sagen, warum Sie so degutiert reagieren? Keine Ahnung. Vielleicht was mit Komplexen. Weil ich irgendwelche Komplexe habe vielleicht. Ich meine, ja, ja, ganz sicher. Ich habe ganz dolle Komplexe, die man unbedingt medikamentös behandeln muss. Es ist noch zu früh, um eine abschließende Diagnose zu stellen. Ein Bild haben wir ja noch. Okay. Hier weiß ich nicht, was ich machen soll. Wir brauchen diese Bilder für Bozo. Aber, ich weiß noch nicht so recht, wie ich hier weiterkomme. Und das ist ja an sich ein bisschen doof, ne? Das ist ein Bild von mir auf der Titelseite. Mann des Jahres. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes? Wieso? Das ist doch was anderes. Ja, schon. Aber, egal. Schade. Zwischenzeitlich dachte ich, Sie würden das hier ernst nehmen. Sehr schade. Ich muss da noch mal gucken, dass ich in der Komplettlösung noch mal ein bisschen weiterkomme. Tut mir ja leid, aber es ist, wie es ist. Das haben wir alles. Das haben wir alles schon. Wir sind schon ganz schön weit gekommen, muss ich ja sagen. Ja, das haben wir alles schon. Das haben wir alles schon. Okay. Okay, okay, okay. Ah, okay, jetzt habe ich das durch. Das sind natürlich die für die Hormonplörre und das haben wir ja für, das ist dieses geheime Zusatzmittel für Bozos Shampoo, das ist das Haarwuchsmittel. Okay, also geben wir dem Rufus die und dann machen wir ein bisschen Plörre da unten. Sind wir noch in der Dings? Nee, sind wir nicht. Hier müssen wir in den Pub rein. Und dann können wir uns hier... Hier haben wir den Mario schon mal. Wir können nur normale Plörre nehmen. Und... Hier meint sie Plörre. Dem Klempner haben wir die Pilzplörre gegeben. Der ist jetzt ein Mario. Dem
Expediteur und dem Obsthändler. Der Obsthändler will die Hormonplorre, genau. Also machen wir erstmal hier Plorre. Das wird lecker. Habe ich gar nicht dran gedacht. Aber natürlich, macht ja Sinn. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. So, jetzt geben wir dem hier die Hormonplorre. Nachschub. Na endlich. Lecker Schmecker. Da wird einem ja ganz warm ums Herz. Okay. Ich habe auch den Eindruck, dass es hier drin gerade wärmer wird. Das ist in der Tat die beste Plörre, die ich seit langem getrunken habe. Okay, er guckt auch schon so ein bisschen. Der Barkeeper guckt schon leicht nervös. Kann ich verstehen. Oh, okay, und der Mario. Er guckt gerade schon so zu ihr rüber. Entwickelt sich da was? Das wird lecker. So, das wird die Haarwuchsplörre. Genau. Die Haarwuchsmittelplörre. Nachschub. Nein, Spediteur. Hey, Moment mal. Was tust du da? Na, was meine Aufgabe ist. Ich erfülle Kundenwünsche. Die alten Römer nannten sowas Service. Denn nur zufriedene Kunden sind zahlende Kunden, nicht wahr? Wo hast du denn den Quatsch gehört? Das hier ist ein Pub. Die Unzufriedenheit der Leute ist meine Lebensgrundlage. Du wirst mich noch in den Ruin treiben. Das Einzige, was hier im Urin treibt, ist deine Einstellung. Sieh dich doch mal um. Hat er recht. Hat er recht. Oh. Großartiger Stoff. Da wachsen einem ja richtige Haare auf der Brust. Wenn's nur die Brust wäre. Die beste Plörre, die ich seit langem getrunken habe. Vor allen Dingen, ihm wachsen überall Haare aus auf der Brust, ne? Oh. Wir sollten raus hier. Die sehen tatsächlich ganz glücklich aus. Sag ich doch. Okay. Ach du liebe Zeit. Ich, genau. Oh. Ja. Aua. Gucken wir noch mal rein, oder? Ich hab ja ein bisschen Angst. Ah. Ist das geil? Ah. Die können wir mitnehmen, was? Okay. Was kann ich für dich tun? Ich brauche die Nukleinsäure wirklich dringend. Das Schicksal der... Nix Slotty. Okay. Bild. Mir gefällt dies... Ja, jetzt ist so cool. Okay. Jetzt haben wir das Bild von Elysium. Das würde sich gut über dem Kamin machen. Ich hoffe zumindest, dass wir auf Elysium einen Kamin haben. Wo soll ich sonst mein Schießpulver trocknen? Darauf. Okay. Warte mal. Ich habe gerade. Ich lese ja ein bisschen. Und. Momentchen. Wir gehen erstmal runter. Und wir müssen jetzt. Habe ich gerade gelesen. Wir müssen jetzt das Baby da oben holen. Und dafür müssen wir erstmal einen Strick holen. Dafür brauchen wir ein Rezept. Und dafür müssen wir hier erstmal hier rein. CB-Funk, Babyphone.
Gute Idee. Wenn ich die Frequenz von Tonis Funkgerät am Babyfon einstelle, kann ich Toni jederzeit erreichen. Easy. Jetzt bleibt nur noch die Frage, warum ich sie überhaupt anfunken sollte. Sie hat schon vor langer Zeit aufgehört, mich mit der Schubkarre aus irgendwelchen Kneipen rauszuholen. Der CB-Funk. Ich habe Toni. Jetzt bleibt. Sie hat schon. Okay, und das gehen wir jetzt Dingens. Und jetzt, funken wir sie an und dann sieht sie uns ja quasi, oder hört sie uns zweimal und dann mal gucken, was passiert. Ach, Rufus, warum gibst du nicht einfach... Moment mal. Ein Rufus? Zwei Rufusse? Genau. Mich gibt es jetzt doppelt. Eigentlich sogar dreifach. Dreimal so viel Action. Rufus. Oh oh. Oh oh. Rufus. Oh. Okay, Toni. Ganz ruhig. Nein. Du hast einen guten Therapeuten und da gehst du jetzt hin. Das haben wir toll gemacht. Huhu. Nicht Honi ist offenbar noch in ihrer... Okay. Moment. Okay. Mit dem müssen wir jetzt eigentlich gar nichts machen, ne? Wir müssen hier gucken. Toni müsste ja jetzt irgendwo bei ihrem Therapeuten sein. Bei dem Typen da mit dem übergroßen Schnauzbart. Moment mal. Vielleicht ist sie natürlich auch bei dem Stricktypen, das kann natürlich auch sein. Wir gucken mal. Guck mal beim Strickladen. Und jetzt sehe ich ihn plötzlich doppelt. Was bedeutet das? Will mein Unterbewusstsein mir einen Schlaganfall verpassen? Ich habe das Gefühl, dass mich das um Monate in meiner Therapie zurückwirft. Wir müssen die Therapie verlängern. Wie jetzt? Noch länger? Ich meine, wie lange schwebte Ihnen da vor? Naja, mindestens bis zum Ende der Welt. Und dann mal gucken. Können wir darüber? Frage ich mich gerade. Therapiesitzung im Gange. Ausgerechnet jetzt. Ja, wie soll ich denn jetzt an die... Okay, warte mal. Was haben wir denn so... Ja, das wäre die perfekte Distanz für einen Jungfernflug. Und das Ziel ist auch gut gewählt. Mittlerweile müsste er eingesehen haben, dass er Hilfe braucht. Na, dann wollen wir den armen Teufel doch mal erlösen. Oh. Und er schläft. Hupsi. Hier muss es seltsame Aufwinde geben. Okay, der ist jetzt beim Organon gelandet. Ja. Okay. Was können wir hier? Wir haben hier eigentlich schon alles durchsucht. Aber ich glaube, haben wir mit ihm schon gesprochen? Solange er sich nicht umdreht, bin ich in seinem toten Winkel. Gut so. Hey, hallo. Uhuhu. Was willst du? Mach nicht so einen Lärm da drinnen. Oh, hier haben wir wieder Multiple Choice. Ich habe Hunger. Das liegt wohl daran, dass du dein Frühstück nicht angerührt hast. Warte, ich öffne den Essenschacht. Ah. Ich muss mal. Schon wieder? Na gut. Aber verplemper nicht wieder so viel Klopapier. Wir haben das Lager schon aufgelöst. Heißt das, wenn irgendwer die Planetensprengung verhindern würde, hätte der Organ nun kein Klopapier mehr? Das mag man beklagen, aber so sieht es aus. Super. Wenn das keine Motivation ist, Deponia zu retten, dann weiß ich auch nicht. Ich will meinen Anwalt sprechen. Dein Anwalt? Wer soll das sein? Eigentlich wollte ich mich selbst verteidigen. Na gut, dann sprich halt mit dir selbst. Aber nicht länger als 10 Minuten, verstanden?
Ich verlange eine saubere Zelle. Das ist eine saubere Zelle. Und ich bin sehr stolz darauf. Wir verfügen hier über die neueste Reinigungstechnik. Die Decken sind fusselfrei, der Klostein schmutzabweisend und ich habe gerade erst vorhin den Teppich schamponiert. Wow, das Leben im Dienste des Organon macht ziemlich einsam, was? Du hast ja keine Ahnung. Ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich bin krank. Das stört mich nicht. Zumindest solange du nicht auf den Teppich kotzt. Ich will hier raus. Vergiss es. Ach, nichts. Dann stör auch nicht. Okay, jetzt können wir hier natürlich irgendwie... Zahnbürste? Ich dachte, die hüpft jetzt wieder weg, wer sich erinnern kann. Was haben wir denn hier alles? Was haben wir denn da? Ein Klostein. Ganz schön unbesonnen vom Organon, mir dieses Kleinod chemischer Kriegsführung in die Zelle zu legen. Ja. Oh, dann haben wir eine Errungenschaft freigeschaltet. Schön. Oh. Mikrofon nicht umfallen, bitte. Und hier haben wir noch Frühstück. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Kaffee, ein Bagel und Pfeffer. Wie jetzt? Keine Marmelade? Das verstößt ja gegen die Genfer Konvention. Mein Mikrofon war eben irgendwie nicht eingesteckt. Ich hoffe mal... Warte mal, ich gehe mal kurz aus dem Game raus. Aber man hört mich noch. So, jetzt bin ich wieder drin. Ich hoffe mal, das funktioniert alles noch. Wir müssen nach Folgenende machen. Ach Gottchen, ach Gottchen, ach Gottchen. Das geht ja heute alles so schnell heutzutage. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Bis wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich glaube, ich nehme jetzt noch weiter auf. Jetzt ist das alles so spannend. Und da! Tschüss!